Um den Tristan musikalisch zu verstehen, hilft uns das Vorspiel. Denn es verrät die wichtigsten Gedanken Wagners. Es beginnt mit dem Einsatz der Celli, die das sogenannte Leidensmotiv erklingen lassen. Schon die ersten drei Töne des Leidensmotivs sind Merkmale des Unglücks. Der erste Sprung zum langen Ton ist die kleine Sechste, das klassische bedrohliche Intervall. Und der nächste Sprung ist eine kleine Sekunde. Bereits im dritten Takt lassen die Oboen das Sehnsuchtsmotiv erklingen, dessen Beginn mit dem Ende des Leidensmotiv zusammenfällt. Bei diesem berühmten Zusammentreffen der beiden Motive erklingt der legendäre Tristan-Akkord. Ein Akkord mit einer seltsam schwebenden Dissonanz, die weder Schmerz noch Freude ausdrückt, sondern eine Art unbestimmte Suche nach Auflösung darstellt. Eine Minute später begegnet uns ein verwandtes Motiv mit dem berühmten, prägnanten Septimsprung, dem wir wieder begegnen werden, wenn sich Tristan und Isolde später tief in die Augen schauen, weshalb es den Namen Blickmotiv erhalten hat. Sie hören es in dieser Passage dreimal hintereinander. Isolde befindet sich auf dem Schiff. Tristan würdigt sie keines Blickes und sie hört, wie die Matrosen sie mit einem Lied verhöhnen. Sie wird von tiefschwarzen Gedanken gequält. Als sie Sterbenswünsche äußert, ist das Todesmotiv zu hören. Isolde beginnt die Erzählung der Verwundung von Tristan mit diesem Motiv. Es handelt sich dabei um eine chromatisch fallende Tonfolge, welche traditionell ein Sinnbild des Todes ist. Es wird in dieser Passage wiederholt im Orchester gespielt. Als sie erzählt, dass sie Mitleid mit Tristan hatte, hört man sowohl das Sehnsuchtsmotiv als auch das Motiv des scheiternden Tristan, die zusammen eine ergreifende Wirkung erzeugen. Doch dann wandern die Gedanken zurück zu ihrer Demütigung und das Motiv des aufbrausenden Zorns taucht in den tiefen Streichern auf. Das Präludium zum zweiten Akt kündigt die nächste Szene inhaltlich an. Es ist Nacht und wir befinden uns vor dem Gemach von Isolde. Sie erwartet den Besuch von Tristan. Nach einem schmerzhaft dissonanten Eröffnungsakkord erklingen nach wenigen Takten emsige Achtelbewegungen in den Violinen, die bald zu einem neuen, wichtigen Motiv in den Flöten führen, das zur Grundlage aller folgenden Liebesmotive wird. Dem Liebesrufmotiv, hier in schnellem Tempo gespielt. Musik.
Allmählich wird das Verlangen drängender und wir hören in den Violinen und Holzbläsern das Glückseligkeitsmotiv, das in seinem abwärtsdrängenden Charakter mit dem Liebesrufmotiv verwandt ist. Der sogenannte Nachtgesang beginnt mit den zartesten Akkorden der gedämpften Streicher und mit einer unendlichen Melodie in Tristans Stimme, dem traumhaften Nachtanrufungsmotiv. Begleitet von schweren Blechbläsern spricht Tristan vom gemeinsamen Sterben und wir hören zum ersten Mal das Liebestod-Motiv.